Servus, ich stelle euch heute das neue Fanatic Aluminium Foil vor, das 3.0 Aero. Das ist ein Aluminium Foil fürs Wingen und kann auch kompatibel mit Windsurf-Komponenten ausgestattet werden. Was ist neu bei dem ganzen System? Sie haben am Masten ordentlich gearbeitet und was verändert. Der Mast hat ein besseres Profil, ist hydrodynamisch ausgereifter und 20% leichter geworden. Das ist beim Aluminiumfoil schon ein Thema, das Gewicht, und das spürt man hier auch wirklich. Ebenso bei der Fuselage sind sie leichter geworden. Und was neu ist bei den Fuselages, die Aufnahme passt jetzt mit allen Flügeln von Fanatic zusammen. Das heißt, ich kann hier auch Windsurfflügel montieren und bin so mit allen Sportarten kompatibel. Außerdem haben sie bei dem neuen System jetzt auch die Montage mit Torx-Schrauben ausgestattet. Das Ganze ist viel besser zum Schrauben, nudelt sich deutlich weniger ab und ja, sagen wir mal so, ist up to date jetzt bei Foils, also Fanatic hat da aufgeholt. Weiterhin haben sie viele Flügelvariationen. Da gibt es von Leichtwindeinsatz für schwere Fahrer bis zu kleinen Flügeln für wirklich schnellere Geschwindigkeiten und dann auch zum Springen deutlich mehr Auswahl. Also ein 2000er, ein 1750er, 1500 und 1250. Alles kompatibel, wie gesagt, auch mit den Medium Aspect Flügeln. Bei den Fuselages gibt es jetzt auch zwei Längen. Das ist die 78er oder eben die 68er zum Wingen. Und zusätzlich, damit das Ganze dann kompatibel mit dem Windsurfen wird, gibt es auch noch eine 900er. Die ist fürs Wingen allerdings eher mal beiseite zu lassen. Was bei der 78er Fuselage neu ist und was auch wirklich Sinn macht, verschiedene Positionen für den Backwing. Also auch hier kann ich meine Fuselage praktisch eine Spur kürzer oder länger machen. Das kleine Spitzerl hier hinten macht nicht viel aus, aber der Stabilizer kann eben nach vorne gerutscht werden, was dem Foil ein bisschen ein agileres Feeling gibt und sich dann auch besser pumpen lässt. So ist die 78er Fuselage vor allem für Einsteiger gedacht, die Stabilität in der Nickachse suchen. Und die kürzere Fuselage dann für die fortgeschrittenen Freestyler zum Springen oder in der Welle zum Fahren, um wirklich ein agiles Foil zu schaffen. Ja, alles in allem ist das neue Aluminiumfoil bei Fanatic sehr gut gelungen und vom Gewicht jetzt auch wirklich ansprechend. Ja, für nächstes Jahr alles kompatibel bei Fanatic, das ist ein großer Pluspunkt.